Langstreckenstecks ist Mädchen auf der Welt. Pippi Langstreckenstecks. Ja, hallo, grüß euch. Ihr seid schon alle da. Super, dass ihr da seid. Hallo, guten Morgen. Ich bin auch. Ja, guten Mittag. Das ist richtig guten Mittag. Ja, jetzt habe ich Gernot Graner neben mir stehen. Du machst die wunderbare Kinderstücke und es ist schon wieder eines im Werden. Ja, ich habe Pippi Langstrumpf geschrieben. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die mich schon so lange begleitet und bewegt. Und jetzt habe ich mit meinem Komponisten Walter Lochmann es auch für die Szene umgesetzt als One-Man-Show für Kinder ab 3 Jahren. Wo darf man es sehen? Die Premiere ist am 21. Jänner im Haus der Musik um 11 Uhr, leider sofort ausverkauft gewesen. Jetzt haben wir am 11. März dort im Haus der Musik noch eine Zusatzvorstellung angesetzt. Also am 11. März unbedingt vorbeischauen, es zahlt sich aus, ja, das sind wirklich wunderbare Stücke und die Kinder sind voll begeistert, ja, jedes Mal. Ja, wir haben schon ein paar Tryouts, wie man so sagt, gehabt in verschiedenen Schulen und Kindergärten und die Kinder sind so entzückend und sie singen mit Pippi Langstrumpf und sie drücken der Pippi so die Daumen, dass alles gut ausgeht und es geht natürlich gut aus, weil sie ist ja das stärkste Mädchen auf der Welt. Also es ist eine wunderschöne Produktion und gibt den Kindern so viel positiven Mut mit. Wir können es dir denn beweisen. Nur die Freunde von Pippi Langstrumpf können zum Beispiel ihren langen Namen. Können wir den langen Namen? Wir kennen ihn, na, dann sag ihn mal. Genau, wir sagen, der Pippi, der lange Name ist nämlich Pippi Lotta Victualia Olgadina. Und wir sind ja mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen, kann man sagen. Ja, eben, das war im Fernsehen damals eine ganz eine tolle Serie und ich kann mich sehr gut erinnern. Das war eine wunderbar mutmachende Fernsehproduktion damals. Das heißt, die eine Vorstellung, die noch zu sehen ist, ist am 11. Am 11. März um 11 Uhr im Haus der Musik. Und man anmelden kann man sich bei dir? Oder? Anmelden bei mir auf Homepage oder anrufen. 0676 326 289 ist meine Privattelefonnummer und ich gehe auch in Schulen und in Kindergärten und spiele es auch dort. Wunderbar, unbedingt buchen, unbedingt. Wäre nicht schlecht. Macht was ihr wollt. Können Sie alleine? Pippi Langstrumpf, macht was ihr gefällt.